Freunde, und herzlich willkommen zu einem Let's Show. Und zwar dem Let's Show zu unseren Bauwerken auf der Creative Server Map der drei Minecrafter. Ja, zu diesem Thema wird öfters mal was kommen. Ich habe euch jetzt schon was gezeigt, was ich euch gar nicht zeigen wollte. Es geht allgemein darum, dass ich und Autos LP demnächst aber auch der Hobbit zu 100 auf dieser Map hier spielen werden und Häuser erbauen, die im Style, die mit den Mods, Furniture Mod und dem sogenannten Custom NPC Mod harmonieren. Und zwar der Server ist online mit diesen zwei Mods, das heißt, ein Zwerg, der meinen Namen kennt, aber ich seinen jetzt auch und ihn jetzt umbringen werde. Oh, Gamer. Und zwar, das alles werde ich öfters vielleicht mal aufnehmen, mal hochladen, einfach so als Updates. Vielleicht auch mal so kurz, was ich so hier bauen werde. Angefangen hat alles mit der Idee vom Nautilus LP, einfach mal so verschiedenste, also generell mal eine Creative Map mit Mobs, Creative Map mit Mods zu zocken. Dazu kam er dann auf die Idee, nicht einfach rumbauen, sondern einfach mal verschiedenste Viertel aufzubauen. In dem Sinn ist es einmal das Adelsviertel, das Handelsviertel, das arme Viertel und der Park, also das ist das Viertel, also Parksviertel. Und vielleicht geben wir dem Park auch noch einen genauen Namen, dann steht das hier vorne. Jeder hat auf jeden Fall so eine Überschrift. Hier auch, bis auf das Handelsviertel, das habe ich heute gebaut, das hat glaube ich eine gute Stunde gedauert. Aber es sieht so dermaßen geil aus, also auf sowas bin ich noch nie gekommen. Und zwar, das fängt einfach damit an, dass ich hier ein hässliches Haus gebaut habe, in dem einfach vom Furniture Mod ein paar Sachen einfach drin standen, und dann habe ich gedacht, ach komm, das gehört doch überhaupt nicht zum Handelsviertel. Also habe ich das abgerissen und habe dann gedacht, aber was heißt abgerissen? Ich habe dann gedacht an so einen riesigen Überhang, der dann, wenn man reingeht, dass man hier hoch kann und auf die Aussichtsplattform. Das heißt, man kommt hier hoch und man kann auf alles drauf gucken und auf das Handelsviertel dann auch und auf der anderen Seite halt wieder runter. Also genau Spiegelverkehr, das heißt, da auch, das ist also, was heißt Spiegelverkehr, das ist genau richtig und genau abgemessen, alles im Maßstabsgetreu. Und wenn man hier reinkommt, hat man hier so einen kleinen Garten und das sieht so richtig geil aus, vor allem mit diesen Fahnen, mit diesen großen Fahren, kann man sozusagen eine Wand bauen und es sieht so richtig geil aus, so eine Absperrung. Hier fängt der Park an, der Garten an, da hinten hört er wieder auf. Und das ist geil, und das ist halt geil daran. Ich denke mal, viele große Kaufhäuser haben auch sowas, wo dann einfach so ein kleiner Garten drin ist. Und ich finde, das sieht einfach nur geil aus. Und davon mal abgesehen, hier gehört es eigentlich genau. So muss es eigentlich sein. Das ist einfach geil. Und vor allem mit verschiedensten Shadern und so sieht es dann richtig geil aus. Ich habe es auch schon den anderen zwei geschickt als Bild. Wir könnten mal gerade mal gucken, ob wir die Time ein bisschen runtersetzen können. Können wir schon, ob ich es mache, ist andere Sache. Und ich meine, das sieht allein jetzt schon ziemlich geil aus. Mit den anderen Shadern wird es aber leider ein bisschen zu dunkel. Wie können wir denn Rudo Player? Der sieht am besten aus von allen. Ruckelt nicht, läuft flüssig. Das Einzige, was mich stört, ist so eine komische. Wie nennt man sowas? Das hat irgendwie jeder Block, wenn man von Weitem guckt. Da hat er irgendwie sowas Schwarzes hier. Das nervt irgendwie so ein bisschen. Das kostet mich ein bisschen viel FPS, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise habe ich 60 mit so einem Shader. Kommt drauf an, was habe ich für eine Sichtweite dran. Ja. Und das Wasser sieht halt sehr geil aus mit dem Shader. Wobei hier. Das ist vielleicht mit Absicht, dass das mal so ein bisschen. Das kann man auch nicht ändern. Das kommt drauf an, ja. Ich drauf an. Und dann kann man hier so ein bisschen reinlaufen. Das sieht ziemlich geil aus. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind da drin noch ein paar Lampen, die ich elektrisch steuern werde. Tag und Nacht, weil sonst sind hier zu viele Fledermäuse unterwegs. Hier vor allem, weil es hier sehr dunkel ist und hier Glasscheibe. Aber es ist richtig geil gemacht. Und also von mir geil. Dann Autos LP.
Der hat dann schon mal angefangen, ich hoffe, ich überziehe jetzt das Video nicht so heftig, angefangen hier im Adelsviertel ein Adelshaus zu bauen. Das heißt, man kommt hier rein und dann kommt hier noch Küche und Ofen rein. Das ist dann richtig geil. Was geil werden wird, ist also ich hoffe, das wird oder das kommt demnächst. Und zwar eine neue Version von dem Furniture-Mod, damit man so Ofen hat, so einen großen Kamin oder so. Das ist halt richtig geil, wenn es auch mal kommen würde. Dann wachsen jetzt hier die Ranken runter. Das ist mit Absicht, damit es noch ein bisschen schöner aussieht. Wobei, hier sollte auch was runterwachsen. Das kommt von da. Gut, okay. Und ich kam auf die Idee mit dem Garten und jetzt muss ich ehrlich sagen, das sieht so richtig geil aus. Je nachdem, wenn wir abends Sonne haben oder wenn die Sonne auch sogar aufgeht, sieht das richtig geil aus. Wobei, so geil ist es jetzt gerade nicht. Warte mal, können wir ein bisschen weiter runtergehen? Oh, es geht gar nicht. Scheiße. Sagen wir mal 9000. Achso, okay. Oh, das ist ja schwer zu wissen. Muss ich mir doch mal sowas ausdrucken. Ah, okay. Machen wir 10, machen wir 11. Das ist manchmal echt komisch. Also je nach 0. Das heißt, okay, machen wir einfach mal die 10. Das dürfte erstmal reichen. Oder machen wir 50. Oh, das ist echt nervig. Wie geht denn sowas? Ich weiß es echt nicht. Okay, das ist schon besser. Man kann es, glaube ich, nicht so genau. Aber allein das sieht halt schon richtig geil aus, ne? So ein bisschen im Schatten und so ein bisschen. Wir können mal den Seus V10 1 Preview 2 uns mal anschauen. Der ist auch sehr geil. Der geht mein PC aber auch schon ziemlich krass an seine Grenzen. Aber das ist einfach so geil. Ey! Wieso hast du keine Animation? Ja, das ist das einzige nachteilig. Wieso ist denn das so? Hä? Aber wir können ja auch, das ist auch ganz lustig, mit so einer Fackel in der Hand hier rumlaufen. Hat man den Dale. Sieht auch geil aus. Schön, oder? Ich habe nämlich einen Mod dran. Wie nennt er sich nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß gerade den Namen des Mods gar nicht. Ich habe mal die Musik angemacht, weil diese letzte. Das ist eine neue Musik dazugekommen, die hört sich richtig geil an. Und ich muss ehrlich sagen, also das Gebäude ist mir schön gelungen. Das ist jetzt vom Armviertel. Hier kann ich mal kurz reingucken. Also. Hallo, guten Tag. Guck mal hier rein. Hat ein Fridge, also so arm sollen die jetzt auch wieder nicht sein, dass die gar nichts haben. Das ist ja schon dann so ein bisschen übertrieben. Das heißt, hat hier so auch einen Backofen. Mehr haben die auch nicht. Das heißt, die zweite Etage, die existiert gar nicht. Was ist denn da eigentlich los? Ach so, den wollte ich eigentlich haben. Dann können sie ihre Jalousien runter machen. Das ist eigentlich ganz cool. Dann haben sie auch einen Fernseher. Ja, toll. Egal. Lass mal weg, ne? Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Sitzen kann man sich nicht. Das ging nur in der 1.4. Seitdem ist es weg, weil ständig Minecraft sonst crasht. Ey, guten Tag. Wie wär's denn mal, wenn du in dein Haus zurückgehst? Ja, tschüss. Was willst denn du jetzt, Alter? Was willst denn du jetzt, hä?
Warte mal, gut, da gibt's doch irgendwo hier. Ach ja, das Machine Gun. Maschinchen-Gänchen. Taliban. Okay, Townset. Ach Quatsch. So, wo bist du? Wo bist du? Los, stirb! Ich flüchte. Also es ist schon geil, der Mod, ne? Also mit allem drum und dran, es ist im Grund... Man könnte sogar, wenn wir das alles fertig haben, könnten wir mal so einen Krieg machen. Dann tun wir noch diesen, wie nennt das Weapon, wie nennt das im Mod sich eigentlich? Haben wir so eine riesige Welt halt. Und wir machen die so ein bisschen maroder. Das heißt, wir speichern diese Map hier, die wir halt hier bauen, so ab. Und machen dieselbe nochmal auf den Server mit den ganzen Mods. Nur, dass wir da das ein bisschen ramponierter aussehen lassen und überall Zombies spawnen. Das ist eine Zombie-Apokalypse. Ah, das ist schon geil. So mit Shader und so sieht es richtig echt aus. Und dann, da stirbt da einer. Und dann kann man so richtig geilen Krieg hier machen. Und ich finde, das ist mir eigentlich doch sehr gut gelungen. Das mache ich aber demnächst mit den da oben mit den Lampen oder gleich, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Den Park, den will ich erstmal nicht anfangen. Ich meine, wenn wir das erstmal haben, dann haben wir wenigstens schon mal eine Idee, wie wir was machen können. Und zwar dann haben wir mal mehrere Teiche halt oder einen großen See. Und da drin schwimmen halt Fische, die man sich sieht, ja. Kugelfische. Man kann ja auch mal so einen Angelhafen, mal so eine Angel... Angeleider halt, ne? Ja, ich denke mal, ich werde das hier nochmal auch ein bisschen mit dem Furniture-Mod ein bisschen auftunen. Das heißt, es gibt immer hier so eine Stelle, wo dann der Wasserhahn ist oder so. Aber genau, mach mal hier so einen Wasserhahn hin. Und damit der auf... Ich wollte gerade sagen... Ah, das geht nicht. Ja, das ist scheiße. Dann lassen wir das erstmal so. Ich denke, wir können das auch woanders machen. Wir können das auch hier hin klatschen, ne? Hier. Da muss nämlich da, da, da und da was sein. Das wird dann folgendermaßen sein, dass man dann hier, hier, da, so. Da, 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 so. Dann oben drauf und oben dran. So. Das sagt der auch, ne? So 3x3. Und schon funktioniert es nicht, weil ich habe einen Fehler begangen. Und zwar ein 3x3. Das heißt, da muss noch was hin. Da. Da und da. So. So muss es sein. Und dann funktioniert es. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Man muss halt mit einem Eimer da hingehen und dann hat man auch Wasser abgezapft, ne? Aber ich denke, so für den Anfang reicht das, ne? Also, das ist eigentlich schon geil gemacht. Was haben wir denn noch für den Garten? Ja, genau, dann. Ja, damit hätte ich auch arbeiten können. Tada! Wobei das Laub sieht scheiße aus als. Ne. Das ist schon etwas besser. So. Ach stimmt, der hat ja auch die Texte. Stimmt, da war was. Da ist ja so ein Bug drin. Da ist das hier ein bisschen... Ja, das sieht besser aus. Hängen nämlich Früchte dran. Es kann ja auch sein, es ist so ein... Wobei, der gefällt mir am besten, ne? Dann haben wir so noch einen Vogel. Ach geil, warte mal kurz. Wo haben wir die Birth? Dann machen wir hier noch irgendwo so eine Vogeltränke hin.
Das ist kacke, das ist halt nicht so ganz aufgegangen von der Breite. Das heißt, der hat, ich habe hier keine Mitte. Das ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Aber ich denke mal, was wir machen können, ist dann einfach hier, 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 hier. Und dann machen wir hier. Was haben wir denn hier so? La la la, was haben wir denn? Was haben wir denn so? Was sieht so ein bisschen gartenmäßig aus? Da haben wir die Steinstufe, oder? Das war klar. So, das ist so eigentlich ganz okay so. Und dasselbe. Warte mal, wo habe ich denn das jetzt gemacht? Da, da. Wobei, doch, das geht eigentlich auf. Das können wir genau so machen. Weg. Danke. Jetzt nicht denken, oh, der cheatet ja total. Wir haben das mit Absicht gemacht. Das soll ja auch im Creative so gebaut werden. Das haben wir auch so gemacht. Das haben wir so abgesprochen und so. Handelsviertel, ne? Genau. Dann haben wir so eine Vogeltränke und ach, wie schön, ja. Normalerweise gibt es in der 1.4-Version nicht nur Vogeltränken und so. Da gibt es auch noch komplette Badausrüstung. Das heißt, eine Toilette, eine Dusche, ein Duschhahn. Was heißt nicht? Also eine Stehdusche, ein Duschhahn, Toilette, Badewanne und ein Waschbecken. Und das ist richtig geil. Da gibt es auch noch mehr an Innenausrichtung. Was waren dann noch dabei? Weiß ich gar nicht. Aber da sind auch die Texturen nicht so verbuggt. Wie zum Beispiel, dass die Vogeltränke aussieht wie ein Busch. Das kommt aber da. Ich hoffe, die haben irgendwann ein Update rausgebracht. Auf jeden Fall, es kommt, was mir aber aufgefallen ist, wenn man ein Paket, ein Geschenk reintut und das dann in diesen Briefkasten reintut, schmiert das Spiel ab. Das heißt, da sollte man auch aufpassen. Das ist noch nicht so ganz gefixt worden. Ansonsten ist hier eigentlich alles ganz wunderbar, Äschchen, ne? Ups, mein Stuhl. Na, ja, geht gerade runter, so. Ich bin unter dem Mikro, da hört man mich nicht so gut. Ich glaube, ich atme ein bisschen zu laut mit der Nase, ja. Dann haben wir gedacht, was habe ich denn noch gedacht? Ja, genau, so ein kleines Feuerwerk. Aber ich denke mal, das machen wir generell überall auch. Das ist halt so. Die leisten sich schon noch irgendwie Raketen. Das geht schon noch. Jetzt zum Thema Texturenpack. Und zwar, ihr denkt, hä? Wieso hat denn der hier so Texturen von Cringe? Also vom Cringe-Texturenpack. Aber die ganzen Pflanzen sehen noch aus wie bei Specs. Genauso wie die Trapdoors. Ach, sogar die Fenster, die haben ja Connected Textures. Achso, die sind ja krass. Normalerweise ist es ja wie bei. Also wie ohne Optifine, ne? Wobei mittlerweile gehen diese Fenstersysteme, also dass sie sich connecten, also zusammensetzen, geht mittlerweile auch ohne Optifine. Und sie denken, wie hat denn das gemacht? So, und jetzt kommen wir ganz zum einfachsten. Also auch diese Dinge habe ich hier nicht geändert, wobei das werde ich vielleicht nochmal. Wobei ein bisschen. Ich habe jetzt. Und zwar folgendes habe ich gemacht. Ich habe in sozusagen, vielleicht kennt ihr auch das ODD-Craft, Greasers Pack von ODD-Craft. Das habe ich genommen, dann habe ich Specs genommen, also das normale 64er. Dann habe ich noch das Cringe 128er genommen und habe alle Texturen ein bisschen gemischt. Hab ein paar Bugs drin gehabt, wo dann auf einmal, hat halt so ein Block diese sogenannte keine Textur oder sowas, da stand kein Missing Texture drauf, sondern das war dieses lila-schwarz. So, da habe ich, okay, ich weiß, was das ist, dann habe ich das sofort behoben. Seitdem habe ich jetzt wieder die Glowstones ohne Bug. Also ich kenne mich da schon ziemlich gut aus und das funktioniert auch alles wunderbar. Auch die Ziegelsteine funktionieren, sind jetzt nicht mehr verbuggt, die sind jetzt auch wieder. Das ist auch wieder in Ordnung. Was habe ich denn noch gehabt? Was waren denn noch so verschmisselt? Verschmisselnieselt. Ach so, ja. Was waren das noch? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube hier die Slabs oder die Stone Slabs hier, die waren auch verbuggt. Da habe ich aber auch eine andere Textur drin gehabt. Die habe ich komplett gegen die hier ausgetauscht.
weil die sieht zusammen mit den normalen Stones besser aus. Dann habe ich gedacht, es muss schon ein bisschen Stone, soll schon so aussehen, dass es alles so ein bisschen gleich bleibt. Wenn so Sachen aber zum Beispiel Gold Iron, also so ein Goldblock, das zeige ich euch gerade mal. Hier am besten Diamanten, ne? Das ist jetzt von Cringe und das ist von Spax. Das sieht man aber. Ich wollte gerade sagen, ich glaube. Okay. Das sieht man auch direkt. Das hat so ein bisschen HD-Textur und ein bisschen, ja, mehr 3D und Spiegelreflexe. Und das ist einfach nur so matt. So matte Farben, so ein bisschen weiß da und so. Genau. Und wieso hat er jetzt nicht die auch ausgewechselt, damit die auch so geil aussehen? Ein ganz einfach. Ich glaube, ihr seht schon wieso. Einfach deswegen. Es ist mir ein bisschen wichtig, weil dann sieht es einfach scheiße aus, wenn man. Ja, also es sieht so ein. Ja, hier zum Beispiel, das ist ein bisschen verpackt hier noch. Oder hier zum Beispiel, dann kann man, je nachdem, wenn man die bestimmt eine bestimmten Sache setzt, dann hat man zum Beispiel auch, das ist ganz witzig, so ein Spax-Zeichen in der Mitte. Ah, wie kann ich denn das am besten zeigen? Wie ging das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bei dem Golden habe ich das so gemacht. Bei den Goldblöcken, bei den Eisenblöcken ist es genauso. Auch bei der Kohle ist es so. Wobei beim Kohleblock sieht man sowieso nichts. Das ist einfach so ein schwarzer Block. Kann man auch gleich so Wolle nehmen. Das habe ich auch geändert. Das sieht man aber auch direkt. Und deswegen habe ich auch die Stones so gemacht. Die Wolle habe ich auch verdunkelt, weil die haben nicht ganz gepasst mit diesen dunklen Farben und dann diese helle Wolle oder diese mattfarbige Wolle, das war halt nicht so geil. Die Melone ist vom Audio, die Textur von der Melone, genauso wie der Strang, der dann rauswächst, ist von ODD. Den Bogen habe ich von ODD, der sieht irgendwie schöner aus, auch die Pfeile sehen schön, viel, viel realistischer aus. Hä? Achso. Der sieht ein bisschen realistischer aus. Der andere war einfach so. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt der? Der war einfach so ein bisschen. Das habe ich gelassen. Das wird sich sowieso nicht ändern. Das werde ich ändern. Und zwar in der 1.4 sieht es anders aus. Da ist es so wie hier. Und das finde ich schöner, weil es ist, sieht scheiße aus, muss ich ehrlich sagen. Das werde ich nochmal ändern. Das ist ja keine große Sache. Das habe ich auch von ODD. Das sieht auch ein bisschen schöner aus, wo der Name draufsteht. Das ist auch ein Name Tag. Und nicht einfach so ein Schild, wo einfach nichts drauf ist oder so. Sieht ein bisschen schäbig aus. Die Netherwarzen habe ich geändert. Ich will das gerne mal alles zeigen. Seelensamen brauche ich einmal. Das sieht eigentlich auch anders aus, wie man es eigentlich in der Hand hat. Der Seelensand war auch verbuggt. Den habe ich jetzt auch wieder hingebogen. Der ist auch von ODD. Und die wachsen dann ungefähr so. Das sind dann so ganz eklige. Ja, wie Blüten, das sieht richtig eklig aus. Und das ist halt nun mal, das fand ich irgendwie mehr aussehend nach, ups. Fand ich irgendwie eher nach Netherwarzen aussehend. Das von Spax sah eher aus wie zerrobte Pilze. Also anders sahen die nicht aus. Wie kann man die wachsen lassen? Auch mit. Wie nennt sich das? Knochenmehl, genau. Ah, wie kann man die schneller wachsen lassen? Ah, hier hat's geklappt. Genau, die gehen dann so auf und da sind dann so grüne Pillen drin oder sowas. Das ist. Ja, das war mal so ein bisschen wichtig. Das sieht dann besser aus, fand ich. Ah, wie kann man die schneller wachsen lassen, lol? Oder sind die schon fertig? Wir können ja wachsen. Komm, lass ihn mal wachsen. Was haben wir noch gehabt? Ach ja, genau. Das da brauchen wir einmal. Ah, genau. Die Karotten habe ich auch geändert. Da habe ich auch was geändert gehabt. Und die Felder, also die Textur der Felder, habe ich auch geändert.
Die sehen jetzt so aus. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen realistischer. Jetzt suche ich diese verkackten... Ach, da sind die ja bei Essen, genau. Die Karotten habe ich geändert. Das sieht man auch direkt, wie er sie hält. Die sieht normalerweise andersherum. Wenn die auch wachsen, sehen die viel, viel schöner aus. Ich fand, sie sehen viel, viel schöner aus irgendwie. Ja. Die passen zum Beispiel auch hier drauf. Und ich habe auch gemerkt... Das sah gerade aus wie Pepperoni, ach egal. Wo haben wir denn noch was? Wo haben wir denn noch was? Potato. Das Gute ist, die Felder, die habe ich zwar geändert, aber ich habe damit mit Angst gerechnet. Also ich habe Angst gehabt, dass das nicht mehr so mit den Kartoffeln von Specs harmonieren, also von der Abstand. Aber das ist perfekt. Perfekt. Ja. Das ist ja immer noch Minecraft. Soll ja immer noch ein bisschen eckig sein, von daher habe ich da nichts dagegen. Der Kuchen ist auch von... Wobei, ohne Witz, sieht doch eher aus nach Redstone, oder? Also, ich will doch keinen Redstone-Kuchen essen. Na egal. Also demnächst werde ich auch mit Nautilus-LP das aufnehmen. Wieder... Ich habe momentan halt kein Netz. Ich habe ihnen halt ein paar Bilder geschickt mit dem Handy über WhatsApp. Ist besser erstmal, weil ich momentan kein Netz. Ist ein bisschen schlepp. Jetzt fragt ihr euch, wieso hat der ein Skin, wenn er sowieso kein Netz hat? Ja, ich bin gerade momentan mit dem Handy drin, damit auch der Server funktioniert, weil sonst hat Hamachi irgendwie keine... Sonst lässt Hamachi keine Zugriffsrechte. Keine Ahnung, der lässt mich im Internet nicht auf den Server offline zugreifen. Das geht nur, wenn er auch mit dem Internet connected ist. Hier ist ein kleiner Kamin drin. Sag mal, hat er den gemacht oder war ich das? Ne, es war er. Ich weiß nicht, vielleicht macht er auch noch mal hier so einen kleinen Adelsgarten. Adelsgarten! Vielleicht ist es auch die Heizung. Die adelige Heizung. Und da habe ich auch mal das Feuer, ist auch von Specs Cringe. Also ist es von Cringe? Nein. Das ist glaube ich vom ODD, ist es glaube ich. Und ich finde dieser Mischmarsch, ne, mit diesen ganzen Texturen sieht viel geiler aus als einfach ein marodes Texturenpack. Hier habe ich auch mein Gesicht und habe ich einfach reingeschrieben, Balduins Misch Resource Pack. Pur BD Craft plus ODD Craft. Ja, pur also BD ist BD, also habe ich jetzt einfach nicht geändert. Habe ich einfach eine Version 1.0 Alpha, ist auch noch eine Alpha. Da habe ich das Soundpack von BD Craft reingemacht. Da hole ich mir noch das Music Pack, dann tue ich das auch noch. Man kann ja nicht so sehr viel mischen, das ist ja so schön daran. An den neuen System. Ja, ich denke mal. Ich hau jetzt einen richtig fetten Shader rein. Und verabschiede mich dann auch damit. Na. Oh, das wäre perfekt gewesen. Och, scheiße. Ich müsste mal mehrere Zahlen durchgehen. Ich denke mal, die Musik passt auch viel, viel besser zu dem. Ja. Ich brauche ja einen mit warmen Farben. Aber hey, ich muss die ganze Zeit suchen, welche ich habe. Nee, die sind alle so weiß irgendwie gerade. Der ist total weiß. Naja. Der hat aber eine gute Farbe. Und der läuft dann auch sehr flüssig. Will ich einfach sagen, ich verabschiede mich. Oh. Ich verabschiede mich. Gut. Ich verabschiede mich damit. Bis zum nächsten Part. Tschö. Was heißt zum nächsten Part? Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ciao, Leute. Leute, viel Spaß noch. Mehr.